Stelle kein einzelnen Verkehrsunfall. Auto über die Straße mit zwei eingeklemmten Personen. Ja, Mama. Aua! Können Sie sich alles erinnern, was passiert ist? Es ist Flugrettung. Haben Sie einen kleinen Stich? Zu wissen, dass man mit so einem Gerät schnelle Hilfe bringen kann. Ein neuer Tag in Bozen. Emergenznotruf. Der mit einer Unfallmeldung beginnt. Ein Motorradunfall vor uns. Ja, der ist ausgerutscht und der liegt jetzt da. Okay, alles klar. Ja, danke. Tschüss. Max Parmelin ist heute der Pilot von Pelikan 1. Er ist erfahren, souverän und fliegt seit mehr als 20 Jahren. Pelikan 1, von Zentrale. Verkehrsunfall, Franz, Personen auf der Straße, bewusstlos. Feuerwehr ist verständigt, Helfer vor Ort auch verständigt. Diensthabender Notarzt ist Mark Kaufmann. Der Anästhesist ist seit 10 Jahren bei der Luftrettung in Bozen. Franz Volker, Flugretter mit Umsicht und großem Verantwortungsgefühl. Der gelernte Krankenpfleger ist seit 13 Jahren dabei. Bordtechniker ist heute Massimo Di Marchi, der ruhende Pol des Teams, bekannt für seine Bedachtsamkeit und Professionalität. Der Notruf kam von der Gebirgsstraße des Gampenpasses, 20 Kilometer nördlich von Bozen. Die Straße kennen wir, die Straße ist bekannt für Motorradunfälle. Also haben wir die Straße vom Pass weggenommen und sind Richtung Tal geflogen und hatten dann auch verhältnismäßig schnell den Einsatzort gefunden. Es ist Sonntagnachmittag, keine Wolke am Himmel. Die Bedingungen für eine Motorradtour sind ideal. Über Funk bekommen die Flugretter immer mehr Informationen. Die Details klingen dramatisch und lassen Schlimmes befürchten. Ein junger Mann ist mit seinem Rennmotorrad in die Leitplanke geprallt und schwer gestürzt. Als der Notruf in der Zentrale eingeht, ist der Mann nicht ansprechbar. Üblicherweise will ich mir immer ein Bild verschaffen, bevor ich jetzt mich in irgendwelche Details stürze. Und so ist man ganz gut beraten, wenn man ein paar Sekunden verwendet für die Unfalldynamik, Unfallsituation. Also da sieht man einfach mal, wie schaut das Motorrad aus, war da erhebliche Unfalldynamik im Spiel und kann ich mit entsprechenden Verletzungen unter Umständen rechnen. Also das ist so ein erster Blick. Und dann gönne ich mir immer noch ein paar Minuten, um einmal den Patienten, außer er ist jetzt wirklich vital bedroht und ich muss sofort was tun. Aber wenn der Patient einigermaßen von seinen Vitalparametern stabil ist, dann nehme ich mir ein paar Sekunden Zeit, einmal von Kopf bis Fuß den durchzuchecken. Das interessiert mich schon und das schaue ich mir auch an. Oder gibt es zum Beispiel noch ein Gefährdungspotenzial für das Team? Jetzt zum Beispiel im Einsatz hat man die Straße nicht adäquat abgesperrt und man muss dann schon immer ein bisschen bei der Sache sein, damit nicht plötzlich noch irgendwas viel Schlimmeres passiert, weil plötzlich jemand von einem Auto angefahren wird. Auf der Gebirgsstraße ist viel los. Wochenendausflügler und zahllose Motorradfahrer sind unterwegs. Viele kommen extra aus Deutschland hierher. Dove che ti fa male? Sì, dove? Questo fa male? Sì.
Der Verletzte ist inzwischen wieder bei Bewusstsein, steht aber unter Schock. Er bekommt schmerzstillende Medikamente und Beruhigungsmittel. Sein Hauptproblem, wo wir sozusagen was gearbeitet haben, waren die starken Schmerzen. Und wir haben eine kurze Narkose gespritzt, um sozusagen das Bein lagern zu können und den Patienten dann achsengerecht auf die Vakuummatratze fixiert. Und damit war das Schmerzen, also die sobald diese Narkosemittel nachlassen, ein paar Minuten später, war der Patient dann so einigermaßen zufriedengestellt, was jetzt sein Schmerz war. Unfälle dieser Art haben häufig komplizierte Wirbelsäulenverletzungen zur Folge. Daher bewegen die Helfer den Motorradfahrer mit größter Vorsicht. Nach der ersten Einschätzung von Dr. Kaufmann hat der junge Italiener eine komplizierte Unterschenkelfraktur. Mit dem Hubschrauber wird er ins Krankenhaus nach Bozen gebracht. Die Schmerz- und Narkosemittel haben den Patienten kurzzeitig orientierungslos gemacht. Ängstlich sieht er sich immer wieder um. Er weiß nicht, wo er ist. Hai fatto male alla gamba, ti portiamo in ospedale, ok? Sì, dai tranquillo, ti portiamo in ospedale, ok? Das war ein komischer Einsatz, glaube ich. Oft lässt sich nach Verkehrsunfällen auf den ersten Blick nicht sagen, ob der Patient innere Verletzungen hat. Das macht diese Einsätze riskant. Möglicherweise schwebt das Unfallopfer in Lebensgefahr. Deshalb müssen die Retter auf jede noch so kleine Veränderung seines Zustands achten. Vom Gampenpass ist Pelikan 1 in weniger als 10 Minuten wieder in Bozen. Ciò che però ti ricordi più o meno come è successo l'incidente? Ho frenato, spinzato, ma ho visto partire dall'anteriore. Ma sei caduto da solo allora? L'anteriore? Sì, sì. Der Verletzte hat den Flug gut überstanden. Er wirkt stabil. Mit dem Rettungswagen geht es weiter in die Notaufnahme. Vor allem in den Sommermonaten verunglücken zahlreiche Motorradfahrer. In Südtirol gibt es 16 Gebirgspässe, von denen einige über 2500 Meter hoch sind. Auf den kurvigen, häufig sehr engen Straßen, die auch nicht immer asphaltiert sind, überschätzen viele Fahrer ihr Können. Fuß, hallo Fuß eigentlich, Fuß unter Lachzähl, Hirntrauma. In Brett, Monsberg. Ja. Mit dem Tor geflogen, gesagt haben sie über die Straße gefahren, wenn wir gekommen sind, haben sie ein bisschen locker. Initial kurz bewusstlos gewesen, wobei er meinte, er kann sich an alles erinnern. Ja. Hat eigentlich eine isolierte Verletzung vom Unterschenkel rechts. Er wollte jetzt nicht das Zeug aufschneiden lassen. Geht's euch? Eins, zwei, drei. Schlau vielleicht noch, oder? Bravissimo, bravissimo. Wie schon am Notfallort vermutet, hat er eine komplexe Verletzung vom Unterschenkel. Man sieht hier Schien- und Wadenbein mehrfach gebrochen, frakturiert. Hat sich also der Erstverdacht bestätigt und wird jetzt dann entsprechend hier weiter versorgt. Was sind Sie noch zu? Ich bin da auf der Meltner Straße. Dort hat ein Auto überworfen. Es sind zwei Leute drin. Sind die eingeklemmt? Die sind aber eingeklemmt, sein Auto und schreiben.
Belgien 1, ein Verkehrsunfall, Auto über die Straße mit zwei eingeklemmten Personen. Der nächste Einsatz für Pelikan 1 führt das Team in die Nähe der kleinen Gemeinde Mölten. Auf der kurvigen Straße dorthin hat es einen schweren Autounfall gegeben. Sulla strada da Terlano verso Meltina. Okay. Un incidente, macchina fuori strada. Buono. Bist du hinten wahrscheinlich? Ein Kleinwagen ist aus der Kurve geflogen und liegt nun auf dem Dach. Fahrer und Beifahrer sind eingeklemmt. Von oben ist der Unfallort gut einzusehen. Pilot Max Parmelin entscheidet, auf der Straße zu landen, zwischen den anderen Fahrzeugen. Um einen besseren Überblick zu haben, lehnt sich Bordtechniker Massimo Di Marchi aus der Tür und dirigiert den Piloten. Max Parmelin setzt die zweimotorige Maschine direkt am Unfallort auf die Fahrbahn. Höchste Konzentration bei der gesamten Crew. Jeder achtet nun darauf, dass keine Hindernisse im Weg sind. Ein Rettungswagen vom Südtiroler Weißen Kreuz ist bereits eingetroffen. Mark Kaufmann schnappt sich den Notfallrucksack und rennt zur Unfallstelle. Aus dem Wagen läuft Flüssigkeit aus. Es riecht nach Benzin. Hallo. Hallo, servus. Ein Auto ist niemand mehr, oder? Nein, ich war nicht mehr. Ich war nicht mehr. Eine ältere Frau, die Beifahrerin, wurde gerade aus dem Auto geborgen. Ihre Tochter, die am Steuer saß, steht neben dem Fahrzeug und wird erst versorgt. Ein Hund war auch im Wagen. Er blieb unverletzt. Wie geht's? Na? Was ist? Nein, so schlimm ist es nicht. Wo tut denn denn wer? Ha? Ja. So, Ruhestone, sind die Wochen drin gekommen. Ja, das passt schon. Ja, okay. Können Sie sich alles erinnern, was passiert ist? Können Sie sich alles erinnern, was passiert ist? Ja, ich weiß. Das ist nicht von der Böse, ein bisschen unten. Ich habe die Töpfe nicht da. Jetzt? Nehmen Sie Medikamente? Ja, einen Haufen. Was hatten Sie für Krankheit? Coumadin, okay. Haben Sie mit dem Herz einmal was gehabt? Ja. Herzinfarkt? Ja, so einen Schlaganfall. Ja. Ich hab mit der Lunge ein Problem. Ja, Dinge, ich hab. Was? Lungenembolie, okay. So, wo ich da Druck tut das weh? Okay, gerade. Und jetzt mal tief Luft holen, tut das auch weh? Ja. Gut, tut es doch beim Hals weh, wenn Sie den Kopf kranken? Ja, was soll ich denn? Ja. Und da oben, ja, die Schulter, tut es da weh? Ja, ja. Können Sie die Hände bewegen, geht das? Das geht, oder? Da tut es weh, beim Schnaufen. Und da, wenn ich auf den Bauch drücke? Ja, das geht schon. Und da auf dem Becken? Ja, immer noch bewegen. Können Sie den Fuß bewegen, geht der? Fuß zu bewegen? Und der Fuß zu bewegen? Der Fuß können Sie dann auch bewegen? Ja. Okay, Sie selber auch. Also. Ja, Marc, da ist schon ein Aufklamm. Schaufen dort unten drin. Ja,
Ja, Mama. Aua! Nicht so zusammendrücken. Wird's da weg? Ja. Darf man ganz kurz schauen? Wo kommt meine Mama hin? Mit Ihnen ins Krankenhaus, gell? Okay. Dort schnaufen wer? Ja. Ha? Ja. Darf ich mal, ganz ruhig, gell? Dort hat's weh, wenn er drauf drückt. Ein bisschen, ja. Ja, ganz kurz. Da oben die Schulter und da zwei, gell? Geht schon, da hinten werden. Ja, da mal bewegen, das gehört, oder? Ja. Und da, wenn ich drauf drücke, die Rippen? Ja, geht schon. Ja, da der Bauch, ja? Nein. Da beim Brustband? Oh, da, ja, aber. Ja, ja. Okay, tut es doch unten, ja? Ja, wir nehmen schon einen dazu. Dann haben wir sie, weißt du? So, wir tun sie jetzt aufklauen, gell? Es wird jetzt ein bisschen wert hier, aber. So, jetzt warten, dann nehmen wir sie. Eins, zwei, okay. Geht's? Jetzt sehen wir sie gleich von oben rein, gell? Ja. Dass sie besser schnaufen. Okay, dann legen wir sie um auf der Liege. Sollen wir die Liege? Der Hund? Mutter und Tochter waren auf dem Friedhof gewesen und hatten sich anschließend ein ausgiebiges Mittagessen gegönnt. Sie waren gerade auf dem Weg nach Hause, als der Frau am Steuer übel wurde. Bei dem Versuch, rechts ranzufahren, verlor sie die Kontrolle über den Wagen und kam ins Schleudern. Das Auto überschlug sich und blieb dann auf dem Dach liegen. Wie geht's denn so mit Schnaufen? Warte, jemand gleich. Mach dir mal los. Hast du ein Dings, hast du ein Leint auf der Rewe zu sehen? Franz, gib's mal. Ein bisschen Fanta. Gib's schon mal, Franz, ein Milliliter. So, jetzt sticht's da, Mäntel, nicht erschrecken, gell? Die Tochter und ihr Hund kommen mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus, die Mutter im Hubschrauber. Gib schon mal 20 Milliliter. So, wie schaut's da aus? Wissen Sie von wer her? Auszuhalten? Ha? Bitte? Ja, ich brauche Luft. Da kommt Luft raus, gell? Aber das stinkt. Wir nehmen die Mama mit dem Hubschrauber mit, gell? Aber es ist nicht so wild, es ist nicht so wild, gell? Tochter und Hund sind unzertrennlich. Sie teilen sich die Liege. Ein ungewohntes Bild für die Retter. Was bei der Mutter erschwerend dazugekommen ist, dass sie im Zuge ihrer Vorerkrankung, also sie hat mir erzählt, sie hat einen Herzinfarkt gehabt und eine Lungenembolie, antikoaguliert ist. Das heißt, sie nimmt gerinnungshemmende Medikamente ständig ein und solche Patienten neigen natürlich zu massiven Blutverlusten, auch durch Bagatellverletzungen. Und es war deswegen natürlich eine gewisse Transportpriorität. Das heißt, wir wollten nicht ewig lang Zeit dort verlieren, weil eine kleine Verletzung, zum Beispiel jetzt am Kopf, im Hirn, kann natürlich mit fatalen Folgen einhergehen, wenn die Blutgerinnung nicht funktioniert und das Ganze nicht zum Stillstand kommt. Was denn? Schlecht wird Ihnen? Nein, nein, das geht so kurz. Das merken Sie gar nicht einmal, gell? Die erste Untersuchung hat ergeben, dass die über 80-Jährige zwar Prellungen im Bereich des Brustkorbes hat, aber nicht lebensbedrohlich verletzt ist. Wir haben einen für die zwei Verletzten übernommen. Wir sind in drei Minuten in der Basis im Boot. Sie haben den Thorax-Trauma. Die Zentrale hat bereits einen Rettungswagen zur Pelikan 1-Basis geschickt, der das Unfallopfer zur Notaufnahme bringen wird. Die Verletzte hat den Flug gut überstanden. Sie ist bei Bewusstsein und ihre Werte sind stabil. Drei, vier Liter. Was denn? Was? Die Tochter. Die Tochter ist auch im Krankenhaus. Ja?
ist nicht so viel passiert. Der Hund hat sie auch mit. Okay. Alles in Ordnung. In der Notaufnahme trifft Dr. Kaufmann den schwer verletzten Motorradfahrer wieder. Na, Trauma liege, Frau. Er ist oben. Ja, kommen wir mal. Male, Na, qua la male. Male a gamba. Sì, sì, se no, va bene. Ma è scappata anteriore, non so come ha fatto, è scappata. Ok. Devi fare operare? Ma dove tutta la mia roba l'ha preso mio fratello? Sì, i tuoi colleghi e il fratello. Portafoglio pure, tutto. Portafoglio credo anche, sì. Come faccio io? Allora, Ivo, nimmst du sie? Ja, die Verletzungen schauen jetzt auf, so auf den ersten Moment nicht ganz so gravierend aus. Also es ist Verletzung vom Brustkorb, ein Thoraxtrauma, vielleicht ein bisschen Prellung im Bereich der Wirbelsäule und sonst noch diverse kleinere Verletzungen, Blessuren im Bereich der Extremitäten. Aber in Summe, denke ich, ist es glimpflicher ausgegangen, wie man ursprünglich vermutet hat. Okay. Ja, okay, Peter. Ciao. Ich denke schon, dass man in einen Beruf hineinwächst und eine gewisse Härte, unter Anführungszeichen auch eine sichere Härte, entwickeln muss, um sich selber zu schützen. Ja, dass man nicht alles an sich heranlässt, dass man nicht jede Sache annimmt, sondern dass man einfach sagt, das ist mein Bereich, da bin ich Profi, das kann ich, das habe ich gelernt. Und am Abend fahre ich nach Hause und bin wieder Privatperson. Geht's mit wer? Ja, ist der gleich, aber Schnaufen. Ja, hart Schnaufen. Geht's auch? Ich denke, in Summe ist es ein bisschen schwierig, das soziale Umfeld mit diesem Job zu halten, weil natürlich man viele Nachtdienste hat, man viel am Wochenende arbeitet, wo alle anderen geregelte Arbeitszeiten haben. Und natürlich braucht man einen guten familiären Rückhalt, der einen immer wieder sozusagen in das normale Leben zurückzieht. Der Notfallmediziner ist mit einer Ärztin verheiratet und hat zwei Kinder. Also ich glaube schon, dass es bei vielen eine gewisse Coolness ist, die da ist. Über das spricht man nicht und das steckt man locker weg und das ist ja alles kein Problem. Obwohl ich mir fast sicher bin, dass jeder irgendwo seine eigenen Mechanismen hat, das zu verarbeiten. Gell? Und der Marc kommt am Abend heim, jetzt ob das Klinikalltag ist oder Hubschrauberalltag. Und wir reden eigentlich schon über die Einsätze, was war. Ich meine, alles wird nicht diskutiert, das müssen dann schon natürlich besondere Fälle sein. Da kommt halt, wie üblich, wenn irgendwelche Kindernotfälle oder Unfälle, wo es ganz plötzlich Leute aus dem Leben gerissen werden, über das reden wir sehr wohl und diskutieren dann auch drüber. So, können wir kurz die machen? Nein. Nein? Naja, im Prinzip glaube ich, für mich jetzt ist es nicht der Traumberuf, den ich mir für meinen Mann wünschen würde, weil es einfach gefährlich ist. Aber wichtig ist es ja, dass es für einen Mann der Traumberuf ist. Ein neuer Einsatztag für Pelikan 1. Diensthabender Arzt ist heute der medizinische Leiter der Basis Bozen, Dr. Ernst Fopp. Trotz vieler tragischer Momente in seinem Berufsleben hat der Arzt seinen Humor nie verloren. Ja, sie lachen, aber es gibt Damen, die die Lippen unterspritzen. Dann sage ich, sie sind geschwollen, dann sind die ja stockbeleidigt. Deswegen muss man immer so, okay. Er ist Anästhesist und seit 2005 bei der Flugrettung. Die Crew wartet auf den ersten Einsatz. Flugretter Erich Neckler ist heute der Mann an Dr. Fopps Seite. Ein erfahrener Alpinist, der seinen Traum vom Retten und Fliegen seit Jahren lebt. Massimo Di Marchi, Bautechniker. Präzise, verlässlich und sehr professionell. Ja, aber aspetta, un intervento a San Genese, al Spiegel. Eccomi, Einsatz in Genese. Aus dem Essen wird nichts. Die Zeit reicht nur für einen schnellen Happen. Der erste Alarm des Tages führt das Team ins Hochgebirge. Es geht nach Nordosten in Richtung Weißkugel.
Der Berg ist mit über 3700 Metern der zweithöchste Gipfel der Ötztaler Alpen. Den genauen Sachverhalt kennt die Bozener Crew noch nicht. Mehr Informationen gibt es per Funk während des Anflugs. Also wir haben jetzt einen Einsatz telefonisch von der Zentrale durchbekommen, dass wir eine Person in Bergnot sozusagen retten sollten im Oberfinchgau. Die Person wäre da in einem Erschöpfungszustand. Auf solchen Höhen ist körperliche Erschöpfung gefährlich. Ein falscher Schritt kann tödliche Folgen haben. Daher verlieren die Retter keine Zeit. Mit durchschnittlich 140 km/h geht es Richtung Weißkugel. Flugretter Erich Neckler verschafft sich auf den Karten einen genauen Überblick. Der erfahrene Bergsteiger kennt sich in der Region sehr gut aus. Bevor der Einsatzort direkt angesteuert wird, holt Pelikan 1 noch einen Bergretter an Bord. Über Funk kommt die Nachricht, dass sich nicht nur einer, sondern zwei Wanderer in Bergnot befinden. Also wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Wir fliegen jetzt in die Zone. Dort werden wir uns mit dem dortigen Bergrettungsdienst in Verbindung setzen und dann mit dem Einsatzleiter das weitere Vorgehen besprechen. Wie es jetzt aussieht, sind die beiden Patienten nicht verletzt. Und deshalb werden wir höchstwahrscheinlich das so machen, dass ich mit dem Equipment, mit dem medizinischen aussteige, dort eine Basiscamp aufbaue und die fliegen dann hoch, die Leute rausholen und dann werde ich sie kurz untersuchen und dann entscheiden, was wir damit machen. Der Zwischenstopp dauert nicht mal eine Minute. Obwohl die Pelikan 1 Crew schon zahllose Einsätze mit Rettern der Bergwacht geflogen ist, kennt sie nicht alle. Jetzt geht's. Ah, okay. Wie hast du? Robert. Ja. Ciao Robert, io sono Max, il pilota. Mi capisci quando parlo? Sì, bene, bene. Ok. Okay. Aus dem Grund war es okay. Weil wenn sie eben auf der Nordseite ist, ja. Ist blöd da, ist steil. Jetzt bin ich ganz froh, dass sie ausgestiegen bin. Ja, aus dem Grund. Ich glaube, dass die hinten reingegangen sind und sich nur total. Genau. Natürlich, ja, eigentlich jetzt sagen, jetzt bin ich total froh, dass sie ausgestiegen bin. Wieso denn? Ja, weil. Also. Da ist das Ding. Die Hunger sind nicht ganz 100% gewesen, was wir hier kommen. Aber ich glaube, es sind nicht in Gletscher, sondern oben auf dem Grat direkt. Ja. Jetzt ist schon vielleicht ein Suchflug, weil in der Nähe von der hellen Scharze habe ich keine genaue Position umgeben. Ja, okay. Wo hast du sie gehört am Telefon? Ich habe mit Zigaretten zu, ja. Zwar schlecht einen Baum gehabt, aber die haben. Die sind mit so gut verletzt, bleiben getöpft und Muskelkrämpfe, hat er gesagt. Hier aus, wo wir sortiert sein. Wir müssen da auf der linken Seite gerade noch innen, ziemlich ganz drinnen. Okay. Segui pure a questa quota, vai continua la virata. Ok, vai sulla cresta. Continua la cresta dritta. Puoi andare avanti dritto così, a ore 12.30 c'è già, sta sventolando una roba blu. Va bene. Andiamoci a vedere dove per ritornarvi.
Eine Landung ist hier unmöglich. Die beiden Männer müssen im Schwebeflug mit der Seilwinde an Bord geholt werden. Innerhalb von weniger als einer Minute sind Erich Neckler und der Bergretter bei den Wanderern. Wie sich herausstellt, sind die beiden Wanderer Vater und Sohn, die sich bei dieser Bergtour völlig überschätzt haben. Sie sind entkräftet, aber unverletzt. Massimo? Okay, prepariamo tutti due. Einzeln. Jetzt bleiben Sie sitzen. Nehmen Sie erst den Sohn. Wie bitte? Nehmen Sie erst den Sohn. Zuerst geht ihr beide. Mann, das tut mir so leid. Ja, wir sind eigentlich immer den Zeichen nach. Ja. Er führt keinen Steig rauf eigentlich. Ja, und dann kam die Krampe und er hat gesagt, ich hatte das noch nie. Die Jacke machen Sie zu. Mit der anderen Hand hier rein, ja. Wie es die zwei deutschen Touristen auf diesen Grat in fast 3000 Metern Höhe geschafft haben, bleibt den Rettern ein Rätsel. Festhalten jetzt, wenn der Hubschrauber kommt. Zuerst bringt der Bergretter den erschöpften Vater in Sicherheit. Zwischenlandung. Der Helikopter hat in dieser Höhe nur eine beschränkte Nutzlast. Pilot Max Parmelin setzt daher die beiden Männer etwas weiter unten am Berg ab, bevor es zurück zu der Felszinne geht. Tausendfünfhundert Meter weiter unten herrscht Langeweile. Okay. Okay, jetzt kommt der Heli. Dann machen wir das gleiche wie vorhin. Hältst du den Karabiner hier fest? Mhm. Ich hänge da rein. Einfach so. Alles klar. Steigen die beiden zurückgelassenen Männer wieder dazu.
Ja, gut, verstanden. Wir sind da auch noch. Schau es mal. Also, die haben gemeldet über Funk, dass sie jetzt in der Maschine haben. Sie fliegen sie jetzt runter und dann werden wir uns die Leute mal ansehen. Aber es scheint so, als ob sie wirklich unverletzt wären. Mensch, kommt der schnell auch da. Herr Lauter. Kann doch wohl warten, bis wir hier sind. Schon kurze Zeit später ist der Hubschrauber wieder auf dem Fußballplatz. Das ganze Manöver hat gerade mal 23 Minuten gedauert. Bitte schön. Achtung auf den Kopf. Ja. So. Also wir haben nach einem kurzen Rundflug die beiden Alpinisten gefunden. Und es waren ganz in einer ausgesetzten Stelle, in einer sehr gefährlichen Stelle. Es war sehr brüchig im felsigen Gelände. Also sie konnten nicht mehr nach vorne noch zurück und dann haben wir uns kurz abgesprochen, wie wir machen. Wir haben dann entschieden, wir machen eine Seilwinde. Der Bergwirt und ich sind runter, haben die beiden gesichert, dann den Bergegurt angezogen und haben sie dann mittels Winde geborgen. Die einzige Möglichkeit, die beiden aus der Felswand zu holen. Komm, nehmen wir den Gurt weg wieder, brauchen wir jetzt nicht mehr. Also die beiden haben das einzige Richtige gemacht und um Hilfe gerufen. Alles Weitere hätte wahrscheinlich einen fatalen Ausgang gehabt. Alles Gute noch. Ja, haben Sie schön lange. Ja, danke. Vielen Dank. Schön. Zum Glück sogar ausgegangen? Ja, okay. Zum Glück. Okay. Dr. Fopp entlässt Vater und Sohn. Gut. Die beiden sind unverletzt, erschöpft, aber glücklich. Es ist Flugrettung. Du hast es gesagt. Allein die Kombination rauszufliegen in unwegsam alpines, hochalpines Gelände, zu wissen, dass man mit so einem Gerät schnelle Hilfe bringen kann und Menschen helfen kann, das ist eigentlich mein Lohn, das ich bei der Flugrettung bekomme. Erich Neckler ist seit seiner Kindheit ein leidenschaftlicher Bergwanderer. Gemeinsam mit seiner Frau Maggie geht er regelmäßig Bergtouren. Heute auf die Rotwandspitze. Absolut ist das meine Welt. Ohne Hektik, ohne Stress. Beim Klettern tankt der Flugretter wieder auf. Ich habe die Hälfte des Zehnters, 2 Eintragungen. Okay. Was ist das? Caminar in la montagna es rezar con los pies. In den Bergen zu gehen, heißt mit den Füßen zu beten. Schön. Die Liebe zur Natur und zu den Alpen verbindet das gesamte Team von Pelikan 1. Ein neuer Tag, eine neue Crew-Zusammensetzung. Florian Flocki-Malknecht, Bautechniker, akkurat, gelassen und leidenschaftlich mit seiner Maschine verbunden. Agostino Licalzi, ein extrem versierter Pilot
der intuitiv handelt und den größten Herausforderungen gewachsen ist. Flugretter Erich Neckler und Notarzt Dr. Ernst Fopp sind heute wieder im Dienst. Die Notrufzentrale schickt die vier Männer Richtung Ritten, den Bozner Hausberg. Die Meldung lautet: allergischer Schock bei einer jungen Frau. Hallo. 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 Seien Sie allergisch? Haben Sie das gewusst, oder? Seien Sie Allergikerin? Haben Sie das gewusst? Okay. Haben Sie Probleme vom Atmen? Ah, okay. Okay. Na, die haben wir von der Leitung höre ich nur 19 Cocktail. Ja, okay. Bitte nicht kratzen. Ich gebe Ihnen jetzt, ich werde jetzt eine Leitung legen, dann gebe ich Ihnen ein Medikament. Ja, na klar. Kommt hier ein kleiner Stich? Schon vorbei. Ich habe noch nie auf Äpfel reagiert. Ja. Vielleicht ist es wahrscheinlich entlüftet. Ist Ihnen übel? Ein bisschen, ja. Also Trimethon, Nosolumetrol, Zantac. Also wir haben eine Wanderung gemacht und sind zum Pacha de Hof gelaufen. Und auf dem Weg dahin kam dieser Allergieanfall und sie kriegt keine Luft mehr. Und wir wussten jetzt nicht, was wir machen sollen, deswegen haben wir den Notruf angerufen. Also sie hat auch vorher schon, sie hat auch eine Tablette genommen, also eine Tablette gegen Allergie, und die hat erst gar nicht gewirkt. Aber ja, das war's eigentlich auch schon. Das ist jetzt mal ganz gut, als euch das juristisch ist. Okay. Nodel ist weg, ja. Ja, das lassen wir noch oben. Kommt Ihnen aber vor, dass Sie jetzt besser atmen? Weil der Wert ist jetzt besser geworden vom Fall. Ja? Mhm. Okay. Also die Lippen sind nicht immer so geschwollen, oder? Nein. Ja, da muss man immer vorsichtig. Ja, eben, da muss man immer vorsichtig nachfragen, weil es gibt auch, ja, sie lachen, aber es gibt Damen, die die Lippen unterspritzen, dann sage ich, sie sind geschwollen, dann sind die ja stockbeleidigt. Deswegen muss man da immer so. Aha, okay. Sie ist auf dem Wege der Besserung, man sieht es auch so, dass es hier besser geht. Stimmt. Aber sie muss trotzdem ins Krankenhaus, weil sie muss beobachtet haben. Wie kommt sie dann da runter? Mit uns, mit dem Hubschrauber. Nein, ich fliege nicht. Sie hat einen panischen Flugangst. Sie haben einen Flugangst. Okay. Ganz wieder, jetzt habe ich keinen. Okay. Also das ist wirklich panisch. Insofern. Die Sache ist so, ich kann sie jetzt schon der Ambulanz übergeben, weil die Medikamente sicherlich die Zeit sowieso wirken. Aber wenn Sie wirklich so panische Angst haben, dann glaube ich, hat das keinen Sinn, wenn wir Sie versuchen zu überzeugen, weil das Fliegen ist total toll. So, heute war nur ein bisschen Wind. Also nein. Okay. Wir hatten hier wieder mal so einen typischen Fall für diesen Sommer, also allergische Reaktion. Man weiß jetzt nicht ganz genau, worauf die Dame sagte, auf ein Lebensmittel höchstwahrscheinlich. Sie wusste, dass sie allergisch reagieren würde, aber jetzt nicht auf Lebensmittel, das kam jetzt neu hinzu. Und nach der Verabreichung der Medikamente ging es ihr schlagartig besser. Ich wollte sie mit dem Hubschrauber wieder ans Krankenhaus fliegen, weil es auch aus logistischen Gründen vielleicht interessanter wäre, aber die Dame hat so derart panische Flugangst, dass sie gebeten hat, mit der Ambulanz oder mit dem Rettungswagen nach unten gebracht zu werden. Und das kann ich medizinisch vertreten. Deswegen kann ich es so machen. Also vom medizinischen Standpunkt aus ist das okay. Ist das? That's Rock'n'Roll. Der Arzt arbeitet und alle erholen sich, ja? It's your turn.